Frankreichs. Ui. Herzlich willkommen bei Let's Play mit Vorsicht und einer weiteren Folge Supreme Commander Forged Alliance. So, heute haben wir wieder die gleichen Spielregeln wie die letzten zwei Folgen schon. Und zwar, dass ich keine feuernden Gebäude und Einheiten bauen darf, von damals Veit Winkler eingebracht. Mit einer kleinen, mit zwei Abwandlungen. Einmal hier ein Gruß an den Proto-Gamer HD, der unbedingt wollte, dass ich mit den Aliens spiele. Das mache ich jetzt extra für ihn. Habe ich ja genug, oft genug jetzt schon mit den Sirens gezockt, da dachte ich, gut, er hat recht. Oder sie, ich weiß nicht. Protogamer HD für dich hier mit Aliens. Zweite Änderung ist, dass ich nicht wie sonst die unendlich Ressourcen Mod drin habe. Ja. Was daran liegt, dass der Veit Winkler, der war da sehr hinterher und hat verschiedene Szenarien ausprobiert, wie es denn am meisten Sinn macht. Und er hat gemeint, mit diesem unendlich Ressourcen-Mod wäre er tatsächlich in der Lage gewesen, gegen 4 KIX zu bestehen. Glaubt er zumindest, das Spiel hat nachher abgekackt wegen den bekannten Problemen bei Supreme Commander, dass die KI den RAM so voll scheißt, ja? So. Er hat gemeint, wenn man diesen Unendlich-Ressourcen-Mod wegnimmt und nur den Mod, dass die quasi doppelten Ressourcen rauskommen, da würde das Ganze viel interessanter aussehen. Und deswegen machen wir das jetzt so. Ihr seht hier oben trotzdem eine KIX-Schildkröte. Wenn ihr es nicht erkennen kann, müsst ihr auf HD einen Vollbildschirm stellen, dann werdet ihr das sehen können. Wie ihr auch sicherlich schon wahrgenommen habt, bin ich stimmlich etwas angeschlagen, da ich krank bin. Auf dem Weg der Besserung zum Glück, trotzdem leidet meine Stimme noch. Ich merke auch schon, wie es schlimmer wird. Kann sein, dass ich euch nachher nur noch ankrächze. Aber mir wurscht, ihr wolltet es so. Oder wenn auch es nicht wolltet, kriegt das trotzdem so. Mir egal. Da bin ich knallhart. Genau, da bin ich jetzt einfach mal gespannt, was da rauskommt. So, ich muss ganz heftig drauf aufpassen, dass ich hier genug baue. Ich habe mich so auf dieses unendlich Ressourcenzeug eingestellt. Es ist schon heftig. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das bleibt wirklich eine Ausnahme. Nach seinen Angaben weiß ich, dass das Video nicht zu lang werden wird. Hoffentlich. Da vertraue ich ihm jetzt einfach mal. Mal schauen. Wenn es zu lang werden sollte, werde ich es direkt abbrechen. Denn ich möchte ja nicht, dass ihr hier 4 Stunden lang meinem Gekrächze und langweiligem Gebrabel hier zuhören müsst. Wobei, ihr macht es doch freiwillig, oder? Macht es nicht freiwillig? Werdet ihr dazu gezwungen, das anzuschauen, zu hören, wie auch immer? Lasst mich das doch mal wissen. So, jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Was mache ich denn hier noch? Ich könnte doch, keine Ahnung, was könnte ich denn? Den Ausbau der Massefabrikatoren beschleunigen. Ah, verdammt. Seht ihr das? Ein bisschen grün. Ganz viel rot. Er kommt schon mit leichten Panzern hier. Oh je, oh je, oh je. Ich fürchte das Schlimmste. Aber nicht gleich so pessimistisch sein hier. Trotzdem Vollgas geben.
Ja, ihr merkt schon im Vergleich zu den anderen Folgen, das ist hier richtig ätzend langsam. Weil, man muss ja voll auf die Ressourcen achten. Gut, jetzt geben wir dem hier mal noch die Sporen. Jetzt geht die Masse schon Bach runter. Ja, wobei, eigentlich läuft es ganz gut. So, das Erste, was wir mit dir machen, wir bauen einen Energiegenerator. Oje, oje. Und dann ein Schild. Und wir bauen noch unsere Kommandoeinheit aus. Da die, ja, unsere einzigste feuernde Einheit ist. Boah. Verbesserter Quantum Disruptor. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass die Kommandoeinheit der Aliens vielleicht eine Luftabwehr hat. Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt irgendeine Kommandoeinheit hat oder ob das nur die Subkommandoeinheiten haben. Also die Hilfskommandoeinheiten, ja. Könnt ihr ja mal nachschauen und lasst mir mal einen Kommentar dazu. Hier. Gibt es wirklich eine Kommandoeinheit, mit der man eine Luftverteidigung, ihr wisst, was ich meine. Kommandoeinheit kann Flugzeuge traballern. Gibt's da eine? So. Ah, da ballert er mir schon Sachen weg. Halt, scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Nein. Nächster Energiegenerator. Ah, wie sieht's aus? Hä? Okay. Auch die Tech 3 Bauarbeiter. Techniker. So. Ich traue mich nicht, jetzt mit meiner Kommandoeinheit da rauszufahren und die zu vernichten. Weiß nicht, ob ich da denn rechtzeitig zurückkomme. Ja, wobei, da ist ja nichts. Also, aber die ist so langsam. Komme ich gar nicht hinterher. Ah. Naja, lassen wir das mal. Guck mal lieber, dass wir hier ausbauen. So, noch ein Energiegenerator. Noch ein Schild. Jawohl, der Masse-Extraktor ist doch. Okay. Ist auch doch. So, Schilde haben wir. Jetzt schon ein paar. Müssen wir hier noch mehr machen. Eigentlich müsste ich hier auch irgendwie Schilde reinbauen, aber irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich will einfach mal hier meine Hauptbasis überhaupt irgendwie verteidigen können. Ah nein, meine Masse. Hier
können ja auch Massegeneratoren bauen. Wo sind die denn? Massefabrikatoren heißt. Die bringen unglaublich viel Masse. Aber ich meine, dafür, dass ich auf so kleinem Raum bleibe. So, die kommen von unten. Ist ja auch geil. Der kleine Bot hier macht einen fetteren, also zumindest der Strahl, ist fetter wie der. What the fuck? Das ist ein Tech 2 Sturmpanzer. Scheiße. Ach, zum Glück reißt meine Kommandoeinheit die hier auseinander wie nix. Dieser scheiß Schildgenerator. Geht doch. Weg mit den Fickern. Was zur Hölle? Schwerer Panzer. Wo sind wir stehen geblieben? Hier. So. Nächsten Fabrikator ausbauen. Sehr gut. So, dann haben wir jetzt auch bald die ersten Tech 3 Techniker. Ja, das sieht doch momentan noch gar nicht so schlecht aus. Weil wir leben noch. Hurray, hurray. Hat die Fabrikatoren hier gebaut? Was können wir denn hier noch bauen? Vielleicht mal noch ein paar strategische, taktische. Was sind denn das? Taktische Raketenabwehren? Habe ich jetzt Abwehr oder ja? So, jetzt haben die uns reduziert auf dieses eine und ein Tag 3 Flugabwehrkanonen-Fickboot-Scheißteil. Leckt mich doch am Arsch. Egal, ich baue jetzt hier einen experimentellen Flugzeugträger hin. Ich glaube. Entschuldigung. Das ist, glaube ich, die einzigste experimentelle Einheit, wo überhaupt eine Luftabwehr hat, ne? Ja. Geil. Oder ja, genau, hier diesen experimentellen Ressourcengenerator, der einfach mal quasi unendlich erzeugt, braucht nur 139 Minuten. Zum Bauen. Hättet ihr denn so lange Lust und Zeit, mir zuzuschauen? Ich glaube nicht. Da wird mir vorher selber langweilig. Wie kriege ich jetzt dieses scheiß Boot da oben runter? Vielleicht muss ich einfach nur genug Schilde bauen. Ich muss dringend meine Energie im Auge behalten. Ja. Oh, verdammt, 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 verdammt. Du Arsch. Ganz große Klasse. Scheiße. Super, jetzt haben wir da einen strategischen Bomber hier und Tech 3 Luftkanonen, Dingsbums, Scheißdreck. Hier, Hubschrauber, Arschlochteil. Ja, der nimmt natürlich sofort hier Kommandoeinheit unter Beschuss. Nun ja. Schilde. Jetzt geht die Energie flöten, ne? Oje, oje, oje. Ja, ich muss schon sagen, also hier die Kommandoeinheit, die ballert das Zeug schon ordentlich weg, hä? Also die Tech 1 Einheit, klar.
bringen wir den mal woanders hin oder so. Versuche ich jetzt nur noch meinen Tod länger hinauszuziehen, oder? Ich glaube schon. Scheiße. So. Ja, müssen wir einfach mal schauen, ob wir hier wieder eine experimentelle Einheit bauen kann. Vielleicht können wir das ja lang genug inhalten, aber ja, ich krieg das Ding nicht unter Schilde. Das heißt, der wird gleich wieder mit seinen strategischen Bombern hier alles weg, man. Ja, Energie. Der Tech-3-Energiegenerator ist gleich fertig. So, dann bauen wir hier noch Tech-3-Schild hin. So. War ja klar. Jetzt kommt er hier noch mit so kleinen Abfangjägern. Oh. Scheiße. Nein. Verdammt. Panik. Ich darf mit dem nicht so weit zurück, aber ich muss zurück. Wir brauchen Schilde. Nein, na verdammt, war ja klar. Scheiße. Schilde. Ah, verdammt. Das ist natürlich auch geil jetzt hier. Wie sie alle auf dem Boden rumliegen. Bringt mir nichts, ich habe keine Zeit, die abzuknallen. Ich komme nicht dazu, mir experimentelle Einheiten zu bauen, vor allem sind die zu groß. Da wären die Cyberns jetzt wirklich besser, weil ich so einen Monkey Lord einfach unter einem Schild machen könnte. Ja, das wird hier reichen. Scheiße. Okay. Das war jetzt quasi der K.O.-Satz, ja? Habt ihr es wahrgenommen? Strategischer Start geortet. Das heißt, während wir gerade so uns irgendwie noch am Leben halten können durch die Belagerung, fliegt eine Atomrakete auf uns zu. Hier seht ihr es. Ja. Kannst du mal größer machen? Kann ich es größer machen? Ich kann. Hier kommt sie. Das heißt, ganz ehrlich, da brauche ich mir gar keine Mühe mehr zu machen. Ich warte jetzt ganz getrost auf unseren Untergang. Habt ihr einfach noch abschließende Worte zu dieser... Schönes weißes Licht. Strategischer Start geortet. Noch eine. Was geht mit dem Freak ab? Mir egal. Okay.
Habt ihr mir noch abschließende Worte zu dieser Miniserie in der Reihe Supreme Commander? Ja, quasi nur, also quasi ohne schießenden Einheiten außer Kommandoeinheit und Experimentals. Lasst mir das in die Kommentare da. Ich würde da gern mit euch drüber diskutieren, was ihr davon haltet, was ihr für Erfahrungen habt. Ja, und ich hoffe, bis zum nächsten Video gibt's einfach nur ein paar andere Ideen. Ich muss mal schauen jetzt über Weihnachten, wie ich dazu komme. Es wird irgendwann wieder eins kommen. Lasst so lange eure Kreativität freien Lauf. Macht's gut bis dahin und bleibt vorsichtig.